Bei Geimpften ist es so, dass man oft schon Symptome hat, bevor man überhaupt ansteckend ist. Weil die Impfung führt dazu, dass sozusagen der Körper sehr schnell reagiert, noch wenig Viruslast. Und dann erst kommen die Viren und dann steigt die Viruslast. Das ist übrigens auch einer der Gründe, weshalb quasi die Impfungen die Pandemie begrenzen. Weil sehr häufig sind die Leute schon mit Symptomen unterwegs und bleiben dann auch zu Hause, noch bevor sie wirklich ansteckend sind. Weil bei demjenigen, der geimpft ist, die Symptome oft beginnen, bevor die Viruslast sehr hoch ist. Ja, da kommen Sie auf Temperatur, habe ich mir sagen lassen. Naja, nein. Es ist nur halt kompletter Irrsinn. Also woher weiß er das? Ja, auf was bezieht er sich? Und es ist ein schönes Beispiel, dass wir von Anfang an der Corona-Krise, ich sage das jetzt mal klar und deutlich, Herr Schritte, ja, von Dilettanten, Blendern und Scharlatanen informiert werden. Ja, es treten Leute medial auf, dominieren die Meinung, dominieren die politischen Entscheidungen, die völlig faktenfrei, völlig auch frei von Qualifikation ihre Empfehlungen geben. Wen meinst du denn damit? Ich meine damit zum Beispiel Herrn Lauterbach, ich meine zum Beispiel auch Herrn Montgomery oder Herr Hirschhausen. Ja, ich bin vernetzt mit den Champions League-Experten zu diesen Themen. Ja, weil ich wissenschaftliche Symposien veranstaltet habe, habe ich ein wahnsinnig gutes Netzwerk. Da sind die führenden Lungenärzte drin, da sind ehemalige Leiter von Universitätskliniken drin, da ist der Herr Schrappe drin, da ist der Herr Antes drin, da sind die Top-Leute und die kommen nicht zu Wort. Und es ist völlig verrückt, wir leben an der Wirklichkeit vorbei. Und deswegen haben wir von Anfang an der Corona-Krise, leben wir in der Lüge. Lüge 1, das Coronavirus hatte das Potenzial, das deutsche Gesundheitswesen zu überlasten. Zahlen. Was schätzen Sie denn, wie viel war denn die Belegung gewesen der Krankenhäuser? Und wir hatten eine Unterbelegung von 16%. Immer noch. Von den unterbelegten Krankenhäusern waren 2% Covid-Patienten. Und wir wissen, dass die Orte auch meistens falsch kodiert waren. Ja, wo ist denn da bitte schön die Bedrohung für das Gesundheitswesen? Also das ist eine völliger Unsinn. Also ich bitte Sie, das sind Zahlen vom auf der Haupt. Sie sind niedergelassener Kollege. Ich habe im Krankenhaus gearbeitet. Die Pflegekräfte sind abgezogen. Wir haben massivst zu kämpfen gehabt mit diesen schwerstkranken, sterbenden Patienten. Sie widersprechen den Zahlen des Bundesgesundheitsministeriums. Es ist auf Homepage, es ist die Leipzig-Analyse. Ich widerspreche niemandem, sondern ich schildere meine unmittelbare persönliche Erfahrung, die uns jetzt 2 Jahre begleitet hat und jetzt endlich diese Situation durch die Impfungen in den Griff gekommen ist. Wie war denn die Belegung der Charité? Also ich finde im Vergleich zu 18. Nein, weil Sie machen hier wieder Panik und die nein, ist es ich beziehe mich hier auf die klaren Zahlen der Leipzig-Analyse, die von der Bundesregierung beauftragt worden sind, also diese Studie, und da steht eindeutig drin, wir hatten historische Unterbelegung in den Corona-Jahren und davon 2% Covid-Patienten. Entschuldigen Sie bitte. Andere Länder haben ja auch die Pandemie bereits für beendet erklärt, die Maßnahmen. Wo ist denn da bitte schön die Überbelastung? Die war nie da gewesen, ja? Und dann die Lüge Nummer 2. Ja, der Test weist keine Infektion nach. Der Test weist nach Virustrümmer. Ja, also jemand ohne Symptome ist nicht Covid-krank, ist aber ständig in die Inzidenzen eingeflossen. Lüge Nummer 3. Die Impfung ist sicher, die Impfung schützt. Schauen Sie doch mal die Zahlen an der Krankenkassen, der Kassenärztlichen Vereinigung. Wir haben dramatische Zunahmen von Diagnosen. Wir haben dramatische Zunahmen von Impfnebenwirkungen. Das ist alles Fakt. Und diese Impfung ist eben nicht eine Masernimpfung oder eine Grippeimpfung, sondern sie hat eine bedingte Zulassung. Und da muss man einfach mal einen Text lesen, der bedingten Zulassung, wie hoch der Anspruch an der Impfsurveillance, der Überwachung ist. Sie sind ja, der Patient, Sie sind ja derjenige, an den das alles adressiert wird. Aber Sie müssen wirklich wissen, ich muss es nicht nachweisen, dass es kausal ist. Nicht ich, sondern die Seite, die das verfrüht zulässt, muss nachweisen, dass das nicht kausal ist. Das ist ein Unterschied. Und diese Studien, die Sie selber auch genannt haben, werden nicht gemacht. An der Charité war ein Forscher.
der hat versucht, so eine Studie zu machen. Die Charité hat ihn zurückgepfiffen. Ja, wir haben hier wirklich, wir lassen die Leute ins offene Messer laufen. Und diese Experten, die ich als Dilettanten bezeichne, und das nenne ich auch Lauterbach dazu, die haben oft knallharte Interessenskonflikte. Ja, wenn Herr Montgomery zum Beispiel hier ständig von der Katastrophe spricht. Mit Herrn Montgomery saßen Sie letztes Mal bei Film nach 8. Der ist wissenschaftlicher Beirat einer Firma, die mit Impfaktien handelt, genauso wie Herr Schausen. Lauterbach hat in seiner Karriere schon sehr viele gefährliche Medikamente gefeatured, die dann vom Markt genommen worden sind. Ja, sehr fragwürdig. Überhaupt, sehr viel ist an dem fragwürdig, aber wir gehen jetzt heute nicht über Lauterbach. Das ist keine Lauterbach-Sendung. Aber wir können so nicht weitermachen. Wir müssen endlich die Top-Leute holen. Und die Top-Epidemiologen, die Top-Infektiologen und die Top-Aerosolforscher, die Corona-Politik bestimmen lassen. Mit diesen und die genau das sagen, was jetzt auch durchgesetzt und umgesetzt wurde. Also Herr Frank, entschuldigen Sie bitte, ich muss jetzt noch mal ganz klar sagen, was Sie hier verbreiten, das ist, ich verstehe das gar nicht, Ihre persönliche Meinung, ich wollte das gerade sagen, Propaganda, das wollte ich nicht gar nicht sagen. Was ist aber Propaganda von Ihnen? Jetzt konkret. Jetzt lassen Sie doch auch mal ausreden. Dass Sie da einzelnen Menschen vorwerfen, Sie wären mit irgendwas verbandelt und verbunden, also ich, keine Ahnung, also davon weiß ich nichts und ich kenne viele namhafteste internationale Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, Epidemiologen, Virologen, Infektiologen, die absolut diese Haltung teilen, dass uns die Impfung aus dieser Krise zum Teil rausgeführt hat. Die Krise ist nicht überwunden, das muss man ganz klar sagen. Die Maske schützt uns, wenn wir das wollen. Wir brauchen selbstverständlich Eigenverantwortung. Jeder muss auch schauen, dass er für sich und für sein Umfeld das Richtige tut. Und ich glaube, da ist die ganze Gesellschaft auch ganz, ganz stark sensibilisiert. Aber die Daten und Fakten, die ich kenne, die entsprechen nicht in keinster Weise dem, was Sie hier verkünden. Das ist doch, also ich verstehe das wegen, Herr Piske. Sind Ihnen die Zahlen egal der Krankenkassen? Sind Ihnen die Übersterblichkeiten egal, die mit der Impfkampagne zeitig zusammen? Ist das Ihnen alles egal? Wissen Sie was, was ich glaube? Ich glaube, dass sich die Verantwortlichen für diese Corona-Politik irgendwann vor Gericht wegen fahrlässiger Tötung zu verantworten haben. Das wird kommen. Es geht gar nicht anders. Weil diese Opfer, die wir inzwischen schon haben, ja, die Wirklichkeit, die klopft nicht mehr höflich an die Tür, die tritt sie gerade ein. Und das ist absolut, absolut nicht hinnehmbar, was Sie hier sagen. Beim Thema Corona werden wir heute nicht mehr auf einen grünen Zweig kommen, aber das wollen wir auch gar nicht. Streit ist ja hier erlaubt. Wir gehen in eine ganz kurze Unterbrechung und kommen dann mit zwei spannenden, ganz anderen Themen zurück.